Ich habe von 89 Oktober bis Januar 90 vor diesem Karl-Marx-Kopf mit vielen Menschen gestanden. Wir konnten uns so frei bewegen. Wir wurden nicht, am Anfang war das auch nicht der Fall, aber später dann, wo zwei Wochen oder nach drei Wochen immer mehr Menschen kamen, war dann das Problem nicht mehr die Polizei. Es war die Staatssicherheit, die oben auf den Dächern saß beim Rat des Bezirkes und uns gefilmt hat. Aber die Polizei war auf der Seite des Volkes. Und das war ein großer Vorteil für uns, dass keiner der Polizisten bereit gewesen wäre, gegen uns vorzugehen. Das ist der gravierende Unterschied. Und die Frage ist für mich jetzt, ich kann das sehr schwer einordnen, warum diese jungen Leute, die sich jetzt gemeldet haben zur Polizei, denn so sehen sie aus, warum die plötzlich in eine Richtung sich entwickeln, die nicht positiv ist. Und wir wahrscheinlich in Zukunft das auch nur schaffen können, wenn immer mehr Menschen bereit sind, Gesicht zu zeigen und in die Öffentlichkeit zu gehen mit ihrem Frust und mit ihrer Verzweiflung teilweise. Das habe ich.